Letztes Training der Bayern-Profis an der Säbener Straße, bevor es morgen nach Paris geht. Mit dabei unter anderem Thiago und David Alaba, die beide die komplette Einheit mit der Mannschaft absolvieren konnten. Wolfsburg und Wiesnbesuch sind abgehakt. Ab sofort gilt volle Konzentration auf das Spiel am Mittwoch, das alles andere ist als ein normales Champions-League-Spiel der Gruppenphase. Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München ist das Aufeinandertreffen zweier Top-Teams, auf das sich die Fans, aber auch die Spieler allesamt freuen. Ganz besonders natürlich auch Kingsley Coman, der bis 2014 selbst für PSG gespielt hat. Sie haben eine sehr gute Attacke. Je pense que c'est l'avantage principal de leur équipe. Après, ils ont une très bonne défense aussi, ils ont une équipe assez complète, mais je pense que l'attaque, c'est le plus dangereux. Der Angriff um Cavani, Mbappé und Superstar Neymar, der Paris beim torlosen Unentschieden am Wochenende in Montpellier wegen einer Fußverletzung noch gefehlt hat, am Mittwoch aber wieder einsatzbereit sein soll. Was übrigens alle Bayern-Spieler absolut begrüßen würden, man möchte gegen PSG in Bestbesetzung punkten. Das wäre dann sicher auch ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für Karl-Heinz Rummenigge. Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern feiert nämlich heute seinen 62. Herzlichen Glückwunsch.